wenn er nicht gerade ein Heiliger ist, der Putin, für wahr nicht. Aber ich ziehe ihn vor dem Obama vor. Noch. Ich gebe ehrlich zu, ich fürchte, nicht für mich, für die Menschheit. Ich fürchte, dass es gleich zu spät sein könnte. Denn man stellt gewollt von Amerika Russland als einen großen Feind her. Man die Kriegsheere, die UNO und alles umklammern das Russland immer mehr und mehr. Und ich habe schon oft gesagt, wenn Putin an die Wand gestellt wird, schlägt zu. Dein armes Deutschland. Dass Deutschland nicht begreift, die ja schon Krieg hatten. Eigentlich sollten sie erkennen, was eigentlich los ist. Sind die gleichen Situationen wieder. Was kümmert es denn all, was weit, weit weg in Amerika einem Marionette, Obama, sagt und spricht? Und was Europa spricht, interessiert euch nicht. Russland ist auch Europa. Merkt man nicht, dass Amerika der Trabant der hohen Finanzelite ist, wo versucht, Chaos zu machen? Schaut einmal, Amerika ist ja verlumpt. Und jetzt ist überall Krieg. Und wisst ihr warum? Nebst anderem. Amerika hat dieses Jahr 36 Milliarden Dollar eingenommen an Waffen. 36 Milliarden. Das ist ein Einträgergeschäft. Und es sind viele in der Regierung, wo Anteil haben an diesen Fabriken. Das ist es, nebst anderem. Deshalb kann, ich vergesse mir die Namen, Gott sei Dank, denn für mich sind sie abgeschrieben, der höchste Bankier. Na. Rothschild. Ja. Rothschild, Kissinger und der andere Ding. Und da sind noch andere Milliardäre vereinzelt in verschiedenen Ländern, auch von Rothschild Angestellte. Die benutzen das, weil sie wissen, wie Amerika Geld nötig hat. Aber mit den Kriegen kriegen sie vieles, vieles Geld herein wieder. Geht nur acht. Ich wäre nicht überrascht, wenn man jetzt dann plötzlich doch noch die Amerikaner wieder den Bush zum Präsidenten aufstellt. Und das Volk, das sind einfach Cowboys. Das Volk will eigentlich tatsächlich, besinnt sich schon, sie haben auch langsam Angst. Und denken, der Bush, der wäre der, wo reinhaut. Auch mit Krieg, nicht nur mit dem Trump, mit dem Mund. Die wollen überall, wo sie etwas kriegen, und was wollen sie sofort? Amerikanische Ideen. Regie Amerika. Überall. Über das Öl, über das. Und man merkt es immer noch nicht. In der Schweiz, bis jetzt, das einzige Land in Europa, das Amerika verweigert hat, zu gehorchen. Noch. Ich sage nicht, dass mir die SVP gerade alles gefällt.
Aber momentan ist sie die Partei, wo ich hoffe, dass sie siegt. Ich sage nicht alles. Aber eben was dieser Flüchtlingsstrom ist, da ist die Europa so blind. Ich bin überrascht, dass auch noch Ungarn noch sich wehrt. Was hat der Präsident gesagt von Ungarn? Wir sind ein christliches Land und wollen nicht mit Islamisten so in Scharenweise hereinlassen.